Zur besseren Koordinierung sind nun auch in Meran die Rettungsdienste in einem gemeinsamen Gebäude auf dem Krankenhausareal parallel zur Goethestraße untergebracht. 18.000 Kubikmeter für das Weiße Kreuz, das Rote Kreuz und die Blutspendeorganisation AVIS. Davon liegen 11.000 unterirdisch und etwa mehr als 7.000 oberirdisch. Die vorherige Struktur konnte die Bedürfnisse der Rettungsdienste nicht mehr zufriedenstellend decken. Landesrat Christian Tomasini hat nun den Nutzern offiziell den Schlüssel für die neue Unterkunft übergeben. Weißes Kreuz und Rotes Kreuz zusammen für die Bürger. Deswegen haben wir in diese neue Gebäude investiert und jetzt freuen wir, dass es fertig ist und dass man dort arbeiten kann. In den Bau des neuen Sitzes für die Rettungsdienste hat das Land rund 5,8 Millionen Euro investiert. Generalplaner für das Ausführungsprojekt war Wolfgang Simmerle. Erika Mohr vom Amt für Sanitätsbauten war die Verfahrensverantwortliche. Die zwei Rettungsdienste des Landes sind mit der neuen Einrichtung sehr zufrieden. Die Zusammenarbeit im selben Gebäude ist eine sehr kollegiale Zusammenarbeit, eine sehr freundschaftliche Zusammenarbeit. Ich persönlich erlebe sie in der Sektion Brixen, wo auch dort das Rote Kreuz und das Weiße Kreuz zusammen in einem Gebäude ihre Arbeit verrichten. Die Präsidentin des Roten Kreuzes hat sich ihrerseits bei allen, die an der Verwirklichung des Baus beteiligt waren und besonders bei der Landesverwaltung bedankt. Über eine Rampe gelangen sämtliche Fahrzeuge der Rettungsdienste in die Tiefgarage im Untergeschoss. Oberirdisch ist der Bau kompakt und mit 3 Stockwerken sehr niedrig. Eine Grünfläche umgibt ihn und die Rettungsdienste sind gut an das Krankenhaus angebunden.